Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Undertale. Wir waren hier stehen geblieben in diesem Pfad, wo wir jetzt gegen die royalen Wachen gekämpft haben und ja, ziemlich auf die Schnauze bekommen haben. Ich versuche es diesmal besser zu machen. Ich werde jetzt, wenn die mich aufhalten, dann die Sequenz relativ überspringen, weil wir haben jetzt eigentlich schon mit dem geplaudert. Und ich möchte einfach diesmal den Kampf schaffen. Ach, ich scheitere immer so häufig in diesen blöden Kämpfen. Ich finde es aber so süß, wie die sagen, oh, wir beschützen dich. Und dann, oh Mann, Moment. Hier, das ist ja peinlich, du bist ja der Mensch. der hier rumläuft. Jetzt müssen wir dich töten. Oh nein. Ich finde auch cool. Ich habe das gerade eben erst so bemerkt, als ich eine kleine Testaufnahme gemacht habe. Dass die ja so ein bisschen, die ja ziemlich unterschiedlich aussehen vom Helm her auch nochmal. Ich meine, Royale Garde 1 und 2 so im Name suggeriert jetzt nicht unbedingt, dass die besonders individuell sind, aber... Schauen wir mal, wie war das? Flüstern oder die Rüstung machen? Ich mache jetzt erstmal Flüstern. Ich hab wieder alles vergessen, was ich gelernt hatte. Er soll ehrlich mit seinen Gefühlen sein. Ich verstehe nicht, was du meinst. Team Attackier. Huiuiui. Oh, ist das schlecht von mir? Ah, bei 02 ist jetzt die Rüstung. Ist jetzt Schweiß von der Rüstung fallen. Und jetzt machen wir seine Rüstung sauber. Und der Dreck scheint sich wegzuwaschen. Ah, es wird wärmer für ihn. Shit. Hä? Dachte, ich hätte, wäre in diesem grünen Bereich drin gewesen, hätte mich heilen müssen. Und 02 schaut genau, was ich jetzt mache. Soll ich immer flüstern? Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn ich ihm flüstere. Das gleiche? Ich sag ihn, mein Lieblingsgeheimnis. Ah ja, daran erinnere ich mich noch. Er wird es nicht sagen. Danke. Nett. Oh oh. Null 01 poliert sein Gesicht. Soll ich auch mal seine Rüstung machen? Oh. Er war nicht so erfreut darüber. Ah, das war knapp. Ich wäre jetzt getroffen worden. Weiß nicht, was ich machen soll. 01? Heißt das, ich suggeriere, dass ich sollte mit 01 nochmal reden? Nee, er versteht's nicht. Ist doch gar nicht so schwer auszuweichen, wie ich dachte. Aber wahrscheinlich kriege ich jetzt gleich nochmal so ein Ding in die Fresse. Dann reden wir mit 2 nochmal. Flüstern oder Rüstung machen? Like prepare to die, right? Oh Mann, ich denke immer, ich könnte mich hier heilen. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was von beiden ich machen sollte, aber ich werde mal, doch mal was essen, also ein bisschen mich zu heilen. Like you're dead and all. Ah ja. Nein! Och komm! Das hat mich nicht getroffen. Vielleicht doch. Ich werde hier nochmal seine Rüstung sauber machen. Like give us the soul, bro. Oh, das hat mich so erschreckt. Ah, ich glaube, das muss ich machen. Das ist gerade dunkler geworden. Ich muss auf die Rüstung gehen. Ach so, ich habe das zu spät kapiert gerade. Can't take it. Armor too hot. Ah! Much better. Ich habe das erste Mal gesehen, dass jemand seine Rüstung im Kampf aussieht. Das hätte an deinen auch machen sollen.
Und Royale Garde 1 scheint irgendwas zu stören. Was ist, wenn ich jetzt Spare mache? Dude, what? Hilfe! Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Ich brauche unbedingt jetzt das Ding. Was zum Teufel? Die gehen jetzt in ganz verschiedene Richtungen. Ich weiß nicht, mit wem ich reden sollte. Soll ich mit ihm flüstern? Ei. Was sind die? Sind die vielleicht doch... Mögen die sich vielleicht sehr? Dude. I can't take this anymore. Ich kann das jetzt nicht mehr weitermachen. Nicht so. So wie... 02. Ich liebe... Also, ich mag dich wirklich sehr, Bruder. Die Art, wie du kämpfst, die Art, wie du redest. Ich liebe es, mit dir Teamattacken auszuführen. Ich liebe es, neben dich zu stehen. Unsere Waffen und... Also... ich kann das nicht beschreiben, so zusammen anzugreifen. 02, ich möchte, dass das immer so bleibt. Ich weiß nicht, ob 02 auch so denkt. Klingt ein bisschen, ich meine, Psychotrick. Ich hab dich erwischt, mein Bruder. Haha. 01? Ja, Bruder? Möchtest du ein bisschen Eis, möchtest du auf ein Eis essen gehen mit mir? Nachdem wir hier fertig sind? Sicher, Alter. 01 und 02 schauen sich beide glücklich an. Spare. Gewonnen. Wuhu! Ey, wo seid ihr hin? Naja, ich hab den beiden hoffentlich ein schönes Date verschafft. Olivius hat einen neuen Status-Update. Was für eine Überraschung. Ups, wait! Wie geht's dem Menschen? Top 10... Top 10 Shows, durch die man vergisst, dass man seinen verfluchten Job tun sollte. Ich möchte es wissen. Welche sind das? Die muss ich mir auch angucken. Ring. Okay, ich bin zurück. Noch ein dunkler Raum, hä? Mach dir keine Sorgen. Meine Hacking, durch meine Hacking Skills, sage ich jetzt einfach mal, habe ich das alles im Griff. MTT News. Ah, hi. Ich habe den Roboter gar nicht gesehen bis jetzt. Ist es dein Ernst? Oh ja. Guten Nachmittag. Schönheiten und Gentle Beauties, was auch immer das genau für eine Übersetzung ist. Gentle. Ach, keine Ahnung. Das ist Metaton. Ein Live-Report von MTT Neuigkeiten. Eine interessante Situation ist jetzt in Ost-Hotland. Glücklicherweise hat unser Korrespondent hier keinen Live-Berichten. Mutiger Korrespondent, bitte finde etwas Neuigkeitswürdiges für unseren Report. Unsere 10 wunderbaren Zuschauer warten auf dich. Okay. Ein Basketball. Das ist ein Wunder, nicht wahr, Darling?
Zu schade, dass du nicht mit diesen Bällen spielen kannst. Sie sind MTT Brand Fashion Basketballs. Fürs Anziehen, nicht fürs Spielen. Ah ja. Man kann nicht reich und berühmt werden, wie Moi ohne... Was? Achso, man muss ein paar Objekte... Die Schönheit davon darstellen. Oder so ähnlich. Report ist wann? Report. Attention Viewers. Also aufpassen, Zuschauer. Unser Korrespondent hat gefunden einen Basketball. Ah, Basketballs. Bälle. Kreisel ist Spaßes. Und des Genießens. Schere für das persönliche Amüsieren. Aber man sollte nicht damit spielen. Es ist ein MTT Brand Fashion Ball. Nur zum Gucken, quasi. Damit es weiterhin gut aussieht, sollte man es sehr gut behandeln. Also, vergesst nicht, den Basketball zu waschen, natürlich, ne? So. Wie man sehen kann, selbst eine Ausstrahlung zu dem menschlichen Körper, zu der Hitze des menschlichen Körpers, kann die Farbe zum Abbringen, also dadurch kann die Farbe abgehen, klar, ja. Warte eine Sekunde. Das ist kein Basketball. Das ist eine Bombe! Oh nein! Diese Sport, Reportage. Sie ist jetzt zu einem kurzen Review geworden. Weil es wird vorbei sein, nachdem du in die Luft gesprengt bist. Aber werd nicht so aufgeregt. Du hast noch gar nicht mal den Rest dieses Raumes jetzt bis jetzt gesehen. Ah. Oh my. Oh, überall Bomben. Ja, alles in diesem Raum ist eine Bombe. Dieser Hund ist eine Bombe. Dieses Geschenk ist eine Bombe. Auch meine Worte sind Bomben. Mutiger Korrespondent. Wenn du nicht alle Bomben entschärfen kannst, wird diese große Bombe mich in kleine Stücke hauen. Ich weiß nicht genau, was Smithereens heißen soll, aber ich nehme einfach mal an, kleine Stücke, okay? Dann wirst du nicht mehr live reporten. Wie schrecklich. Wie verstörend. Unsere neuen Zuschauer werden es lieben, das zu gucken. Heißt das jetzt, dass einer weggegangen ist von den Zuschauern? Das heißt, vielleicht Alyphis oder so? Viel Glück, Darling. Oh nein! Ring. Don't worry, mach dir keine Sorgen, sagt Alyphis. Ich habe an deinem Handy ein Programm installiert, um Bomben zu entschärfen. Use the diffuse option, also die Entschärfen-Option, wenn die Bombe in der Entschärfen-Zone ist. Nun, mach es. Diffuse the dog. Aber wo? Annoying dog? Merci? Wer? Hä? Ach so! Doc is still active. Moment. Hä? Aber wo drücke ich drauf? Muss ich auf Fight drücken, damit ich diffuse? Ah, okay. Great job. Keep heading around room. Try to go for the one in the bottom. Left next. Also, oh.
Moment. Oben, oben, links, unten? Oder einfach links, unten, hier, wo ich gerade bin? Okay. Ich geh einfach hier jetzt. Ich werde explodieren. Ich habe doch keine Ahnung, wo die blöden Bomben alle waren. Schaffe ich nicht. Macht aber nichts. Ich weiß nicht, wo dieser Scheiß war. Ups. Ja, Entschuldigung. Der Timer ist auf, bleibt auf 5 einfach gerade stehen. Ups. Nein, ich bin viel zu spät dran. Ach, leck mich. Ist einfach nicht reingegangen. Es ist... Zu schade, Darling. Ja, es tut mir leid. Waren das wirklich 3 Minuten? Es kam mir viel kürzer vor. Ja, jetzt wird die große Bombe mich in Stücke reißen. Ist okay. Bist du bereit? Seid ihr bereit, Zuschauer? Jetzt kommt der Moment, auf den ihr alle gewartet habt. Ah, goodbye, Darling. Shit. Da sterbe ich. Scheint so, als ob die Bombe nicht aufgegangen ist. Das ist, weil während du Monologe gehalten hast, habe ich repariert, geändert. Oh nein. Du hast die Bombe mit deinen Hacking-Skills deaktiviert. Ja. Das ist das, was ich getan habe. Verflucht! Es scheint so, als ob ich schon wieder aufgehalten wurde. Verflucht seist du, Mensch. Verflucht seist du, Dr. Alyphus. Dass du so viel hilfst. Aber ich, ich verfluche nicht meine 8 wundervollen Zuschauer, die eingeschaltet haben. Es werden immer weniger. Bis zum nächsten Mal, Darling. Oh, Junge, das war ganz schön knapp, hä? Ich denke, ein bisschen knapper, als ich es gern gehabt hätte. Ich hätte dir bessere Anweisungen geben sollen. Nein, das ist nicht deine Schuld, das ist meine. Ich war einfach nicht schnell genug. Mein Fehler gewesen. Nun, das war Metatons Fehler, nicht meiner. Ich weiß nicht mal, was sie davor gesagt hatte. Ich kann mich jetzt nicht immer wieder hinterfragen. Ich fühle mich endlich, also sie fühlt sich sehr zuversichtlich, was das, was es angeht, mich zu führen. Also Anweisungen zu geben. Ja, das ist halt was Gutes, was wir versagt haben. Ich werde dich von diesem gemeinen alten Roboter beschützen, egal was passiert. Wenn es sein muss, werde ich eben, sie wollte eigentlich sagen, dass sie sich auf meine Seite stellt. Auf die Menschenseite. Wir sind schon halbwegs zum Kern unterwegs. Lass uns gehen. Klick. Ich will erst ein bisschen weiter mich umschauen. Nein, Bombe. Deaktiviert. Ja, jetzt sieht man hier nichts mehr, also. Schätze ich mal, oder? Ich meine, ich war hier. Hier ist nichts. Ich dachte jetzt wirklich, der Timer würde auf 1 stehen bleiben und der Roboter würde es nicht über sich bringen, aber das scheint auch eine akkurate Lösung zu sein, dass Dr. Alyphus einfach einschreitet. Weil Metatron kommt mir sehr, also ehrlich gesagt,
finde sie sehr ähnlich zu, oder den Roboter sehr ähnlich zu, wie hieß sie noch? Undyne. Fällt mir ein. Hätte ich, hat Papyrus nicht vorgeschlagen, mit ihr, sich mit ihr zu treffen? Warte mal, hätte ich die Option gehabt? Vielleicht, wenn ich nach Snowden Town gegangen wäre, hätte ich da zu dem Haus von Papyrus gehen können und wir hätten uns getroffen. Shit. Ist mir gerade so eingefallen. Ring, ich habe bemerkt, dass du ein bisschen ruhig bist. Machst du dir Sorgen darüber, Asgore zu treffen? Nun, keine Sorgen, okay? Der König ist ein wirklich netter Typ. Ich bin sicher, du kannst zu ihm reden und mit deiner Menschenseele kannst du durch die Barriere gehen. Also keine Sorge, okay? Nun, vergiss einfach deine Sorgen und lächel quasi. Ach, Mann. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich so nah dran bin, oder? Ich würde auch ganz gerne die Royale Garde nochmal treffen. Eigentlich. Könnt ihr jetzt eigentlich zum linken Flur gehen? Aber wir gehen nochmal. Ich glaube, ich weiß nicht mehr wo. Welcher es war. Aber ich möchte doch nochmal gucken, ob wir, ob wir nochmal nach Snowden können. Warte mal, war der vorher auch da? Ich liebe Hot Dogs. Hey! Nee, das hatten wir schon. Okay, ein Hotdog. Apostroph-Dog ist die Abkürzung für Hotdog. Haha. Ah. Du bist echt witzig, Son. Ich glaub, es ist es nicht, oder? Oder doch? Nee. Ziemlich sicher, dass das der falsche Flur war, wo ich hingegangen bin. Das ist halt nervig. Ich weiß echt nicht mehr, wenn ich auf diese Aufzüge gehe, wo und welcher führt. Ich will nur mal gucken, ob ich nach Snowden. Ich will nur wissen, ob ich nach Snowden vielleicht kommen kann. Richter Flur 1. War ich da? War ich bestimmt. Linker Flur 1 oder 2. Ich glaube, eins von beiden. Ich muss mir das mal merken, aber. Ach Gott, bei diesen Namen. Okay. Wir speichern einfach nur ganz kurz, nur falls das jetzt Zeitverschwendung war, damit wir es vielleicht schnell zurück können. Tralala, careful white. Ja, ich möchte mal nach Snowden. Und ich will mal gucken, wenn ich jetzt zu Papyrus, wenn ich Papyrus besuche, sehe ich dann an dein? Kannst du mir vorstellen? Trilala, tralala, trilele. Ungefähr so. Danke. Tralala. Ich mag diesen Fährmann. Ach ja, an den erinnere ich mich noch. Was ist das denn? War ich hier schon? Ah, was für ein. Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Wird vorher auch da, euch erinnere ich mich. Bibliothek ist immer noch falsch geschrieben. War das nicht ihres Haus? Moment mal, sieht das nicht ein bisschen anders aus als sonst? Oder war das das gleiche? Bin mir relativ sicher, dass das Papyrus Haus ist. Heißt das? Bleibt wohl falsch, ja? Scheint nicht zu sein. Ah. Obwohl.
Ist das wirklich Papyrus aus? Hm, ne? Tja. Da lag ich wohl falsch. Schade. Ich habe mir zu viele Gedanken gemacht. Kann es aber echt nicht. Ach man. Naja, nein, ich möchte es nicht nochmal lesen. Warst du vorher auch da? Er stellt sich vor, dass er kein guter... er mag Politik, aber ansonsten sagt er, ist er nicht qualifiziert genug als Bürgermeister. Das ist absurd. Bist du auch vor da? Hallo? Oh, meint sind die beiden... Ist der verliebt in sie? Ah, ja. Ich nehme meinen Hasen für einen Spaziergang. Es ist nur ein sehr... langsamer Hase. Okay, ich erinnere mich schon noch ganz gut hier dran. Ah ja. Ehrlich gesagt mag ich schon sehr den... dieser... Nein, nein. Ich mag den Cinnamon-Bun sehr. Aber ich kaufe nur einen davon, weil ich 7 Zeug habe. Mach's gut. Ja, anscheinend hat sich nicht so viel geändert in Snowden Town. Ich wollte nur mal vorbeigucken. Okay, wir gehen wieder. Schade. Ich habe gedacht, ich würde vielleicht an deinen treffen. Vielleicht treffe ich sie irgendwann später einfach sowieso nochmal. Okay, bring mich zurück. Tralala. Portland. Ist ja lustig. Ist ja nicht so, als ob ich von rechts gekommen wäre und... Aber okay. Alle Wege führen nach Hotland, ne? Oh, das Klavier spielt den Tinkling-Song. Ich weiß nicht, was das Tinkling-Song ist. Hm, Tinkling. Damit hat er mir impliziert, dass ich dumm war und dass ich mit dem Klavier hätte spielen können und es nur nicht kapiert habe. Aber ich habe jetzt... Ganz ehrlich, ich habe meine Gelegenheit jetzt erstmal vertan. Ich werde später vielleicht nochmal Undertale spielen und dann nochmal gucken, ob ich es mit dem Klavier lösen kann. Machen wir den linken Flur 3. Da, wo ich sowieso ja schon hätte hingehen sollen. Es tut mir leid, wenn ich jetzt quasi ein bisschen meine Zeit verschwendet habe, sage ich mal. Aber ja, ich versuche mich halt ganz gerne mal umzuschauen. Na? Oh. Die redet ja höflich. Welcome to our parlor, dearie. Interested in some spider pastries. Und alles dafür geht, all das Einkommen geht an reale Spinnen. Danke. So höflich. Oh.
Ja! Oh nein. Hab nicht genug Gold. Ja! Ich hab nicht genug Gold. I ended up buying a donut. I didn't want to, but that girl, even though I told her no, she kept staring at me in this creepy way and licking her lips. Okay, sie hat mich sehr gruselig angeschaut und ihre Lippen geleckt. Und jetzt habe ich kein Geld mehr. Arme Socke. Ich finde, sie wirkt sehr sympathisch. Check out the wraps to make a purchase. Spider bag sale. All proceeds go to Real Spiders.